Hallo und herzlich willkommen bei Das lange Suchen. Heute mit einem Testbericht zu der neuen LED-Lenser H14 aus dem Hause Zwei Brüder. Dafür spreche ich heute mit 1000 Orte. Hallo. Letzte Woche habe ich eine LED-Lenser H14 zum Testen bekommen. Die H14 ist die neue High-End-Kopflampe aus dem Hause Zwei Brüder. Und selbstverständlich habe ich die Lampe dort getestet, wo ich sie auch den überwiegenden Teil und auch der überwiegende Teil von euch entsprechend einsetzen wird, beim Geocachen. Genauer gesagt, wir waren gemeinsam auf einem Nachtcache, um die Lampe praxisgerecht zu testen. Listings lesen bei Nacht, Stationen suchen, Reflektoren folgen, ihr kennt das ja. Aber eins vorweg, mich konnte die LED-Lenser H14 dabei vollends überzeugen. Nach kurzer Eingewöhnung lässt sie sich einfach bedienen und bietet einen enormen Funktionsumfang und eine sehr gute Lichtleistung. Vielleicht sollten wir erst einmal was zu den technischen Daten sagen. Die H14 ist eine Mikrocontroller-gesteuerte LED-Kopflampe, die mit 4 AA-Batterien betrieben wird. Sie bringt bis zu 210 Lumen und leuchtet damit bis zu 210 Meter weit. Und laut Herstellerangaben reicht sie bei vollen Batterien in der niedrigsten Lichtstufe bis zu 13 Stunden lang. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, im Vergleich zu anderen Kopflampen, ist das enorme Gewicht von 348 Gramm. 348 Gramm, ist das nicht recht schwer? Stimmt, die Lampe ist fast dreimal so schwer wie die kleinere H7. Der Praxistest hat aber gezeigt, dass die Lampe auch auf Dauer ganz angenehm zu tragen ist. Aber dank des großen Gewichtes vermittelt die Lampe auch eine gewisse Robustheit. Nicht zuletzt, weil auch das Batteriefach auf der Außenseite gummiert ist, der Lampenkopf recht massiv ausgeführt. Und was bisher bei anderen Lampen immer auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir war, sind, dass die Kabeldurchführungen nicht so gut gegen Rausreißen der Kabel geschützt sind. Und das finde ich ist bei dieser Lampe auch relativ gut gelöst. Du hast von dem enormen Funktionsumfang der H14 gesprochen. Kannst du mehr dazu sagen? Zu den Funktionen gibt es eigentlich ziemlich viel zu erzählen, aber ist die Frage, wo ich anfange. Zunächst einmal ist da das Advanced Focus System, die praktische Einhandfokussierung. Wer bisher schon mal eine Lampe aus dem Hause LED-Lenser in den Händen hatte, weiß, dass die Fokussierung relativ einfach über das Hin- und Herschieben der Optik funktioniert. Und man so das Licht genau so einstellen kann, wie man das benötigt. Entweder weit aufgefächert zum Ausleuchten eines recht großen Bereiches oder aber stark gebündelt, um in die Ferne zu leuchten. Die Lampe an sich ist Mikroprozessor gesteuert und bringt diverse Energiemodi, Lichtprogramme und Lichtfunktionen. Wie bist du damit zurechtgekommen? Stimmt, die Lampe nutzt die Smart Light Technology, welche Zwei Brüder ja schon bei einigen anderen LED-Taschenlampen einsetzt. Die H14 ist jedoch die erste Kopflampe mit dieser Technologie. Smart Light Technology bietet zwei Energiemodi, entweder einen laufzeitoptimierten, den Energy Saving Mode, oder einen Modus Constant Current, der auf eine recht gleichmäßige Ausleuchtung über einen längeren Zeitraum ausgelegt. Die 8 Lichtfunktionen sind in 3 verschiedenen Lichtprogrammen verfügbar, sodass sie immer einen schnellen Zugriff auf die häufig genutzten Funktionen gewährleisten können. Ich persönlich nutze zum Geocachen überwiegend den Easy Mode mit den Funktionen Power, Low Power und Dim. Damit lässt sich schnell auf ein situationsgerechtes Licht schalten. Die Funktionen Morsen bzw. der Boost sind immer verfügbar über den Taster. Und die übrigen Funktionen Blink, SOS und Strobe sind über das Lichtprogramm Professional bzw. Defense anzusteuern, wobei ich diese Funktion eher selten nutzen werde. Das hört sich zwar ziemlich umfangreich, aber auch eher kompliziert an. Umfangreich ja, kompliziert würde ich sagen nicht. Die ganze Lampe und sämtliche Funktionen werden über einen Taster bzw. einen Schalter gesteuert. Mit der Kopflampe wird eine Smartcard mitgeliefert, in der die wichtigsten Funktionen übersichtlich dargestellt sind. Das ist noch nicht der volle Funktionsumfang der Lampe. Das sind ja bis jetzt nur die Funktionen, die über die Smart Light Technology erreichbar sind. Stimmt, die Lampe ist ja nicht nur als Kopflampe zu benutzen, sondern ist mit den unzähligen Anwendungsmöglichkeiten auch ein wahres Multitalent. Ja, der Lampenkopf und das Batteriefach von der Lampe finde ich ganz interessant, wie das gelöst ist.
Die sind einfach mit stabilen Clips an den Kopfband der Lampe befestigt und lassen sich so mit wenigen Handgriffen abnehmen und damit die ganze Lampe umfunktionieren. Hast du vielleicht beim Nachtcache auch gesehen, dass ich die Lampe nicht die ganze Zeit auf dem Kopf getragen habe, sondern auch zwischendurch am Rucksackgurt befestigt habe, einfach um das mal auszuprobieren. Genauso kann man die LED Lenser H14 auch am Gürtel befestigen oder aber auch einfach so separat als Mini-Scheinwerfer bzw. Spotbeleuchtung. Ich denke, so gerade im Bereich der Fotografie kann man da interessante Effekte mit erzielen. Mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel und der Universalhalterung erweitert sich dieser Spielraum, den die Lampe bisher so bietet, noch einmal erheblich. Stimmt, mit der Universalhalterung kannst du die Lampe ja an verschiedenen Rohren und Rahmen festmachen, zum Beispiel am Fahrrad oder ja auch am Gürtel. Naja, gerade mit dem Verlängerungskabel finde ich eigentlich ganz interessant. Im Winter hatte ich das Problem zum Beispiel, dass ich auf diversen Nachtcaches das Problem hatte, gerade bei Kopflampen, dass die Batterien aufgrund der Kälte einfach recht stark an Leistung verloren haben. Ich habe mir damit geholfen, einfach einen zweiten Satz Batterien in die Tasche zu stecken, immer so einen warm zu halten und dann bei Bedarf wechseln zu können. Aber mit der Lampe hat man dann in Verbindung mit dem Verlängerungskabel die Möglichkeit, das Batteriefach vom Kopfband komplett abzukoppeln und in die Innentasche der Jacke zu stecken, sodass es dort im Warmen verbleibt und die Batterien so länger ihre Leistung bringen. Ich höre schon, dich hat also das Konzept der LED Lenser H14 total überzeugt. Ja, gerade mit den flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Und du hast selbst die beeindruckende Lichtleistung von der Lampe gesehen. Da macht die auf jeden Fall Spaß. Und ich denke, zwei Brüder bietet mit der LED-Lenser auf jeden Fall ein gutes Leistungspaket an. Und für diejenigen, die recht umweltbewusst orientiert sind, gibt es mit der H14R auch eine Version der Lampe, die auch direkt wieder aufladbar ist. Am besten schaut ihr euch die Lampen selbst einmal an. Bei mir im Blog habe ich die Lampen und auch LED-Lenser einmal verlinkt, sodass ihr euch das selbst mal angucken könnt. Und ich denke, das war's jetzt fürs Erste. Ich mache jetzt hier Schluss, wünsche euch noch einen schönen Abend und ich gehe jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen die Lampe auf einem weiteren Nachtcache ausprobieren. Tschüss! Tschüss!